wusste, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. So lautet die erste der 95 Thesen, mit denen Martin Luther im Jahr 1517 nicht nur eine akademische Diskussion unter Professoren anstieß, sondern Weltgeschichte schrieb. Auf vielfältige Weise werden wir in diesem Gedenk- und Jubiläumsjahr daran erinnert, dass die Reformation neben anderem vor allem eine theologische Erneuerung anstrebte. Die erste These gehört allerdings nicht zu den Sätzen, die zwischen den Konfessionen strittig sind. Ganz ähnlich hat nämlich auch das Konzil von Trient im Jahre 1551 gelehrt, dass das ganze christliche Leben eine immerwährende Buße sein soll. Christen aller Konfessionen sind also gehalten, selbstkritisch auf ihr Leben zu schauen und für ihre Sünden Buße zu tun. Muss diese Grundhaltung aber nicht krank machen? Tut es wirklich gut, immer wieder selbstquälerisch zu fragen, was wir falsch gemacht haben und wofür wir um Verzeihung bitten müssen? Sind wir dann nicht in der Gefahr, uns am Ende nur von unserem Versagen, von unseren Sünden, von unserer Schuld her zu verstehen? Metanoia, das griechische Wort, das wir häufig mit Buße übersetzen, bedeutet wörtlich Umkehr. Da geht es gar nicht zuerst um unsere Sünden und das, was wir falsch gemacht haben. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wohin und worauf wir uns in Zukunft ausrichten sollen. Umkehr ist nur dann sinnvoll, wenn wir ein besseres Ziel gefunden haben. Umkehr kann ein grundlegender Kurswechsel sein oder auch nur eine leichte Kurskorrektur. Fruchtbare Umkehr ist Neuausrichtung, die sich gerade nicht mehr an dem festmacht, was bisher war, sondern mutig und entschieden die Richtung einschlägt, die jetzt und für die Zukunft sinnvoll und lohnend erscheint. Umkehr und Buße sind also nicht Selbstzweck, sondern Mittel, um die Ziele zu erreichen, für die es sich zu leben lohnt. In diesem Prozess kann es hilfreich und notwendig sein, auch zu fragen, was uns auf unserem Weg hindert und wovon wir uns trennen müssen, damit wir nicht immer wieder in die falsche Richtung laufen. Wenn wir aber im Prozess der Neuorientierung und Umkehr nach Versagen und Schuld fragen, dann gerade nicht, um in einer Gegenabhängigkeit von dem zu bleiben, was für uns schädlich ist. Wer nach Fehlern und Sünden fragt, will sich von diesen ja gerade distanzieren. Er nennt sie beim Namen und sagt, ja, ich habe Fehler und ich kenne meine Fehler. Aber meine Fehler haben nicht mich und sollen auch keine Macht über mich haben. Ich versuche, sie anzuschauen und zu ihnen auf Distanz zu gehen. Dabei ist es nicht immer leicht zu entdecken, was für mich gut und hilfreich ist und was nicht. Allergiker kennen das. Sie brauchen manchmal lange, bis sie wissen, dass Nahrungsmittel, die an sich als gut und bekömmlich gelten, von ihnen nicht vertragen werden. Gut geht es ihnen, wenn sie das meiden, was für sie schädlich ist und sie krank macht. Ähnlich müssen wir uns auf dem Weg der Umkehr von dem trennen, was uns hindert, das Gute zu erreichen. Dabei können wir das Vertrauen haben, dass wir in diesem Prozess nicht alleine sind. Ich anerkenne mein Versagen und meine Sünden, aber halte sie dann nicht fest, sondern lege sie in die Hand Gottes und bitte ihn, dass er das wegnimmt, was mich hindert, ihn zu suchen und zu finden. Ich bitte, dass er mich von allen lebensfeindlichen Kräften befreit, damit ich frei bin für das Gute und für die Menschen, die auf mich warten. Ja, Christen sollen Tag für Tag zu Buße und Umkehr bereit sein. Sie sollen Tag für Tag versuchen, auf dem Weg zu bleiben, der sie zum Leben führt. Deshalb brauchen sie Tag für Tag Kurskorrektur und Neuausrichtung auf das Evangelium, auf Jesus, auf Gott. Das aber soll nicht quälen, sondern befreien. Und das macht nicht krank, sondern gesund. Sie hören die Morgenandacht, es sprach Monsignore Winfried Haunerland aus München, eine Sendung der katholischen Kirche. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Thank you.
Prozess in Kolumbien ist ein steiniger Weg. Jetzt verzögert sich die Entwaffnung der FARC-Rebellen, die heute abgeschlossen werden sollte. Der Zeitplan wurde ein weiteres Mal verlängert. Jetzt sollen die FARC-Guerillakämpfer ihre allerletzten Waffen am 27. Juni an die Vereinten Nationen übergeben. Trotzdem betonen FARC und Regierung, dass sie uneingeschränkt zum Friedensprozess stehen, auch wenn es neue Probleme gibt. Am Wochenende sind drei junge Frauen bei einem Anschlag in Bogotá getötet worden. Ivo Maruschik berichtet. Pistola. 00 1546. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nur ein Testvideo, um halt wie man bei Google Plus punktgenau Nachrichten teilen kann. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob das ein öffentlicher Text war. Ist egal. Jetzt weiß er, dass ich das geschrieben habe. Ja? Übergeben die Waffen an die Vereinten Nationen. Allerdings verzögert sich der Friedensprozess gerade wieder einmal. Für die Aufmerksamkeit. Jetzt heißt es, die letzte Phase der Waffenübergabe beginnt. Und nächste Woche, am 25. Juni, soll es dann endgültig soweit sein, dass die FARC ihre allerletzten Waffen abgeben. Aber beide Seiten betonen, dass es trotz der Verspätung nicht den geringsten Zweifel am Friedensprozess gebe. Der FARC-Kommandant Pablo Catatumbo sagte bei einer offiziellen Feier im Süden des Landes, in der Kauka, Foto hochladen. Nehmen wir doch mal dieses Foto. Wir stehen ohne jede Einschränkung dazu. Wir wollen dem Land und der ganzen Welt zeigen, dass wir eine Seite in der Geschichte unseres Landes umblättern und mit einer neuen Seite beginnen, mit der des Friedens. Und auch Jean Arnaud, der Chef der UN-Mission in Kolumbien, lobte die FARC ausdrücklich. Wenn irgendetwas den Friedensprozess in Kolumbien gekennzeichnet hat, dann war es die Entschlossenheit der Regierung und der FARC weiterzumachen und immer wieder alle Hindernisse auf dem Weg.